1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, Donnerstagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr das unter dieser Telefonnummer hier, 0800 220 5050, kostenfreie Telefonnummer, oder Faxnummer 0800 220 5051 oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wer ist der Erste oder wer ist die Erste? Der Erste. David, 35, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo. Sagt man eigentlich David oder David? David. David. 35 Jahre. So ist es. Und um was geht's? Und zwar hätte ich erstmal wegen gestern ganz kurz gewesen. Ich war gestern so wütend gewesen. Und zwar war doch der Hilferuf von dieser Ludmilla, die 15 Jahre von ihrem Vater dort so. Also ich wollte am liebsten in den Fernseher reinkriechen. So böse war ich gewesen und habe versucht, bei euch anzurufen, dass man dort ganz schnell diesen Hilferuf, dass man den entgegenkommt. Und habe aber bei dir dann gesehen, dass du auch damit überhaupt zu tun hattest und hast dann wahrscheinlich auch deine Konsequenzen gleich gezogen. Ja, also das war wirklich für uns auch ein sehr, sehr bewegender Fall gestern. Ich sag's gleich für die Leute, die gestern nicht dabei waren. Ich hatte ein Gespräch mit der 15-jährigen Ludmilla, die wirklich mit zitternder Stimme erzählte, dass sie jede Nacht von ihrem Vater vergewaltigt wird. Wir sind in der Nacht noch initiativ gewesen, wir waren noch lange hier im Studio und sind jetzt und gestern Nacht noch in Kontakt getreten mit den Behörden in Berlin. Der Anruf kam aus Berlin und die Dinge nehmen ihren Lauf. Ich möchte soweit das neutral ausdrücken, weil das, glaube ich, besser ist. Die Behörden sind informiert und ich hoffe, dass das alles bald sehr richtig geregelt wird. Also Jörg, ich danke dir sehr, denn ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ja. Ich habe dann überlegt, was kann man dort machen. Ja. Dann habe ich heute Abend spontan zu meinem Thema angerufen und dann habe ich gedacht, ich werde dich einfach erstmal fragen. Vielen herzlichen Dank. Das ist auch sehr richtig so, weil wir hunderte von Anfragen, von Mails bekommen haben. Die Leute haben sich Sorgen gemacht und haben gefragt, was ist da los? Habt ihr noch was getan? Natürlich haben wir noch etwas getan. Dazu sind wir verpflichtet. Und ich finde, dass man auch als Mensch und als Bürger verpflichtet ist, in so einem Fall sofort etwas zu unternehmen. Also das zeichnet ja auch deine Sendung aus. Du hast ja auch den Bundesverdienstkreuz bekommen. Also vielen herzlichen Dank. Ich bin etwas beruhigt. Gut. So, jetzt zu meinem Thema. Genau. Damit. Also Jürgen, Folgendes, du bist da eine neutrale Person und auch sehr aufrichtig. Jetzt wollte ich dich ganz gerne mal um eine Stellungnahme bitten. Oder vielleicht auch sagen, David, lass das bitte. Ja. Und zwar geht es um folgendermaßen. Und zwar habe ich mit einem Freund und mit einer Freundin über diese Sache gesprochen. Ich sag mal Sache in Anführungsstriche. Mhm. Folgendes ist passiert. Vor einem Jahr lernte ich einen Freund kennen. Wir waren mit Freunden zum Essen gewesen. Ich habe eine Freundin zur Bahn gebracht. Und dann bin ich noch an eine Bar gegangen und habe noch etwas getrunken und stecke 10 Euro in so einen Automaten hinein. Und neben mir sitzt ein Junge, der steckt auch Geld hinein und ist böse darüber, dass ich etwas gewonnen habe und er nicht. Mhm. Ich habe ihn daraufhin dann eingeladen an der Bar. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht und haben 3 oder 4 Wochen nichts mehr voneinander gewusst. Aha. Und dann rief er mich mal an und hat gesagt, Mensch, David, du möchtest dich doch mal melden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich melde mich mal. Und dann haben wir uns mal getroffen, waren wir mal was essen und was trinken. Und jetzt kommt es, aus diesem Kennenlernen wurde eine Freundschaft. Mhm. Soweit so gut. Soweit so gut. Aus dieser Freundschaft ist heute eine Liebe geworden. Ich habe es mir fast gedacht. Um Gottes Willen, wieso kannst du so etwas denken? Naja, also du hast es schon so erzählt mit seinem Timbre in der Stimme, dass ich dachte, es läuft darauf hinaus, dass es irgendwie einen Höhepunkt gefunden hat. Also daraus ist eine Liebe entstanden. Erster Zoff am Geldautomat und dann eine Liebe. So weit, so gut. Ja, aber ich bin dann selbst über mich erschrocken, vor allen Dingen, weil ich gesagt habe, sowas kommt für mich niemals in Frage. Was kommt für dich niemals in Frage? Michi, dass sich ein Junge oder ein Mann oder eine männliche Person in mich verliebt und dass ich das zulasse. Ach so. Ich war jetzt ganz frech davon ausgegangen, dass du schwul bist und warst immer schon. Ich lebe seit 9 oder seit 10 Jahren mit einer Partnerin zusammen und er hat auch eine Freundin. Ach so, jetzt wird's pikant erst allmählich. Jetzt verstehe ich. Also du bist eigentlich eine Heterosocke, wie sie im Buche steht, und hat sich jetzt in einen, wie alt ist er? Also ich bin
35 ja, und er ist 26. Naja. Er hat sich in mich verliebt. Ja, aber du hast es jetzt erwidert auch. Ja, ich konnte, mein Herz schreit richtig nach ihm. Wie sieht denn diese Verliebtheit aus? Habt ihr jetzt eine richtige Affäre? Ja, leider. Ihr habt auch Sex miteinander? Ja, aber ich sag's mal, heute sagt man ja so, getoppt haben wir nicht, aber wir kuscheln, wir küssen, wir streicheln, wir kommen auch zum Höhepunkt. Ja, na, das ist ja schon Sex dann, ne? Ja, um Gottes Willen, auf was habe ich mich denn da eingelassen? Seit 10 Monaten geht das. Seit 10 Monaten schon? Ja. Wie war das denn für dich, zum allerersten Mal da mit einem Typ zu kuscheln und so weiter? Um Gottes Willen, ich muss das ein bisschen sagen, ich habe das lange hinausgezögert und ich habe dann gesagt, um Gottes Willen, das können wir nicht machen, wir haben beide eine Partnerin und da hat er gesagt, bitte lass das so, ich sage, ich habe das noch nie gemacht und da hat er mir wortwörtlich gesagt, hab keine Angst, ist nicht so schlimm. Es wird dir gefallen. ja, du lachst schon wieder. Ja, ich lache jetzt, aber es gibt gar nichts zu lachen, weil du nämlich jetzt zweimal schon was gesagt hast, was die ganze Sache ja verernstet, sagen wir mal so. Du bist in einer Partnerschaft. Ja. Und er auch. Ja. Weiß deine Freundin von ihm? Weder sie noch meine. Aber sie, meine Freundin, merkt ungefähr seit einem halben Jahr, dass etwas ist und hat mir mehrmals diese Frage gestellt, hast du eine Freundin? Ja. Und ich habe ganz ehrlich geantwortet, nein. Ja, du Filou. Da kannst du natürlich sagen, hinterher, ich habe die Wahrheit gesagt. Aber letztendlich hast du natürlich nicht die Wahrheit gesagt, weil sie die Frage beinhaltet ja, hast du eine andere Liebe? Nein, sie hat gefragt. Ja, ist mir schon klar, was sie gefragt hat, aber letztendlich beinhaltet die Frage das ja. So, aber jetzt gehst du ja seit 10 Monaten deiner Freundin, deiner Partnerin fremd. Beide machen wir es, ja. Ja, wir reden erstmal nur über dich. Oh je. Wie kommst du damit klar? Schlecht. Und zwar folgendes, wir Männer müssen uns ja morgens beim Rasieren in den Spiegel schauen können und die Frauen beim Schminken. So, ja. Und ich bekomme von Morgen zu Morgen oder von Woche zu Woche immer mehr ein schlechtes Gewissen. Kann ich gut verstehen. Du bist eine neutrale Person. Jetzt habe ich gedacht, jetzt frage ich dich mal. Und zu Recht bekommst du ein schlechtes Gewissen, finde ich. Findest du nicht? Ja, schon. Ja, schon. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Es wird das 10. Jahr jetzt. 10 Jahre schon. Also eine richtig solide, alte, lange Beziehung. Eine wunderschöne Beziehung. Wunderschöne Beziehung sogar. Das heißt, du liebst deine Freundin schon auch sehr. Ja. Hast auch noch Spaß am Sex mit ihr? Ja, aber es kommt jetzt vor, dass ich in der letzten Zeit, während wir miteinander auch schlafen, an ihn denke. Ja. Üble Zeichen sind das. Böse Ahnungen habe ich. Ich bin erschrocken. Ich bin über mich selbst erschrocken. Mhm. Und jetzt kommt es aber, ich sage es mal, jetzt wirst du wieder lachen, mein Herz schreit nach ihm. Und wenn ich mich so 2 oder 3 Tage nicht melde, habe ich 2 oder 3 Mails auf meinem Computer oder auf meiner SMS drauf. Und dann sage ich, lass das bitte. Und dann hat er gesagt, nein, warum liebst du mich nicht? Und dann hat er gesagt, wir dürfen das nicht. Wir sind 2 Männer. Mhm. Und eine Freundin, die ich schon auch jahrelang hat gesagt, David, solange dein Herz danach ruft und du hast Spaß, du hast nur das eine Leben, tu es. Und den anderen, man hat ja so Freunde. Ja, das finde ich auch einen guten Ratschlag. Das ist auch alles in Ordnung. Aber mir geht das jetzt gar nicht darum, dass du da einen Typ hast oder ob du da ein Mädel hast. Mir geht es einfach darum, dass du keine klaren Verhältnisse in deinem Leben schaffst. So ist es. Ne? Du hast eine gute Frau, du hast einen guten Typ an deiner Seite. Also ich meine deine Frau jetzt, deine Freundin. So kann man mit ihr nicht umgehen. Das geht nicht. Das muss jetzt eine Erklärung finden. Und das ist das Schwierige jetzt. Jetzt wird's schwierig. Ja, und der eine Freund sagt zum Beispiel, sagt David, sofort aufhören, bist du denn verrückt? In was lässt du dich denn ein? Und die beste Freundin, die ich habe, die sagt, David, du hast nur das eine Leben, solange du Spaß hast und solange ihr das beide wollt. Nee, dieser Spaßideologie hänge ich nicht nach. Man hat auch immer Verantwortung, wenn man mit jemandem lange zusammen ist. Wenn man 10 Jahre einen Partner hat, hat man Verantwortung, trägt man Verantwortung. Korrekt. Und man muss sich in den Spiegel gucken können, wie du es gerade auch gesagt hast. Ja. So, was ist jetzt zu tun? Du hast dich in diesen Typ verliebt, in den Jungen? Nein, er hat sich in mich verliebt. Aber du dich letztendlich jetzt auch in ihn. Nein, ich lasse es zu, weil es auch schön ist. Das ist wunderschön. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass das 2 Männer machen können. Und mich hat es getroffen auf dieser verflixten großen Welt. Aber du hast dich doch letztendlich auch zurück jetzt verliebt, oder nicht? Nur ich lasse es zu, ist doch auch ein komisches Wort. Ja, weißt du, wie das entstanden ist? Du machst es ja mit. Und wenn nein, da muss ich etwas sagen. Ich dachte, du hilfst mir. Du bist so ein neutraler, netter Mensch. Ich dachte, du hilfst mir. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich bin dann in den Urlaub gefahren. Er ist dann mitgekommen. Hm. Dort haben wir uns beide in ein Mädchen verliebt und da war es ja so eifersüchtig gewesen und dann waren wir die ganzen 10 Tage nur noch beide alleine zusammen gewesen. Wir sind diskutiert gegangen, wir waren surfen, wir Jetski gefahren, wir haben Spaß gehabt. Also,
jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid ja auch keine 14 mehr. Ich finde, dass du, wie ich das gerade schon sagte, eine Klärung für dein Leben hinbekommen musst. Und dieses bedeutet, finde ich, so hart das jetzt auch ist, ich finde, dass du davon deiner Freundin erzählen musst. Um Gottes Willen, weißt du, was sie macht? Ja, was macht sie? Sie beendet unsere Beziehung sofort. Was wirst du machen? Dann musst du es beenden mit dem Jungen. Was gibt es denn für Alternativen? Du kannst es ja nicht. Du fühlst dich ja selbst unwohl dabei, wenn es so heimlich nebenher. Es ist ja bald ein ganzes Jahr, wenn es nebenher laufen lässt. Ja. Entweder beendest du es mit dem Jungen oder du legst alles auf den Tisch und guckst dann mal, wie sich alles neu formiert. Das kann ja auch sein, dass sie vielleicht doch irgendwie anders reagiert. Vielleicht aber auch durch das offene Gespräch ihr neue Impulse in eure Beziehung bekommt. Was auch immer. Aber so aber geht es nicht weiter. Aber ja, aber weißt du was? Es gibt da Dinge, die ich auch nie gedacht habe, dass ich das bei mir so finde. Zum Beispiel, wenn wir in eine Diskothek gehen, also jetzt mit dem Freund zusammen gehen wir in eine Diskothek, dann verlieben wir uns beide in dieselbe Frau. Aber was wir beide dann nicht machen, weil er eifersüchtig ist und ich so ein klein wenig, sage ich dann, okay, du kannst ja mit ihr mitgehen. Nein, sagt, das kommt nicht in Frage, entweder beide oder gar nicht. Das ist jetzt nebensächlich. Es geht darum, dass du dein Leben klärst und regelst. Und das mit deiner Freundin, mit deiner 10-jährigen Beziehung irgendwie klar machst, was da los ist. Darum geht es, David. Ja, jetzt darf ich dich mal fragen, wenn ich ihr das sage, gehe ich ja die Gefahr ein, sie zu verlieren. Ja, gut. Aber du hast dich auch auf eine Sache eingelassen. Das ist halt dann die Konsequenz daraus. Darf ich mal anders fragen? Man soll ja auch ein Geheimnis, dann ist es ja kein Geheimnis mehr für sich behalten. Wenn man darüber überhaupt nicht redet und es beendet, habe ich ja immer ein schlechtes Gewissen. Ja, okay. Wenn es beendet, ist es immer so die Frage, muss man es dann nachträglich noch sagen oder lässt man einfach den Mantel des Schweigens drauf fallen? Aber du musst eine Entscheidung treffen. Dann frage ich dich mal. Und ich muss jetzt die Entscheidung treffen, das Gespräch abzubrechen, weil wir uns schon sehr lange unterhalten. Und da ganz viele Leute noch sind. Da würde ich nur kurz fragen, wie würdest du es beenden? Per SMS? Per Gespräch? Natürlich per Gespräch. Wenn man 10 Monate miteinander schon einen Kontakt hatte, ist das feige mit per SMS. Nein, per Gespräch. Stimmt. Lieber David, in diesem Sinne, alles Gute. Ich danke dir sehr. Jo, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, es gibt mal wieder ein bisschen Post. Ich möchte euch ein bisschen was vorlesen. Und es fängt gleich an mit einer unglaublichen Geschichte, mit einer wirklich unglaublichen Geschichte von Heinz. Heinz schreibt, lieber Jürgen, stell dir vor, meine Freundin und ich waren letzte Woche spätabends in Köln unterwegs, als uns ein Mensch entgegenkam, der dir zum Verwechseln ähnlich sah. Wir sprachen ihn an, da wir beide große Fans von dir sind. Er gab sich auch als Domian zu erkennen und wir fragten ihn, ob er ein Foto mit ihm zusammen machen dürften, ob wir ein Foto mit ihm zusammen machen dürften. Als der Apparat dann auf einer Mauer stand, um mit dem Selbstauslöser ein Foto zu schießen, wollte er noch einmal die Kamera nachjustieren, schnappte sich aber dann das teure Ding und rannte weg. Was für eine Geschichte. Wenn die Kamera nicht so teuer gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich lachen, mich darüber totlachen. Vielleicht können wir ja wenigstens ein Autogramm von dir haben. Lieber Heinz, das könnt ihr gerne haben, aber auf der Mail ist keine Anschrift. Also bitte nochmal mailen mit Anschrift. Dann schreibt die Anne aus Kaiserslautern. Hallo Domian, ich sehe deine Sendung oft und finde es schade, dass Daniel Kübelböck, der wirklich die Herzen der Menschen bewegt, nie bei dir Thema ist. Stimmt gar nicht, manchmal ist er schon Thema. Aber na gut, die Anne schreibt es so. Aber egal, schreibt sie weiter, so haben wenigstens die Gegner keine Möglichkeit zu Hasstiraden. Neulich aber habe ich mich über diesen jungen Mann bei dir sehr geärgert in der Sendung, der über sein schweres Leben berichtete und zum Schluss dann Daniel das Recht absprach, über sein Leben in einem Buch zu berichten, weil er ja sowieso nichts erlebt habe. Er bekam von dir Recht. Das finde ich nicht gut. Lies einfach mal das Buch »Ich lebe meine Töne« von Daniel Kübelböck und dann wirst du anders denken. Und der Alex, 23 aus Heidenheim, schreibt zum Thema Daniel Kübelböck. Fällt mir eine kleine Anekdote ein. Ich wohne in Heidenheim an der Brenz. Das liegt in Baden-Württemberg, ca. 40 Kilometer nördlich von Ulm. Die Stadt hat ca. 50.000 Einwohner. Im Sommer sollte Daniel K. im örtlichen Waldbad auftreten. Der Auftritt wurde kurz vor dem Termin dann aber abgesagt, weil nur 3 Karten verkauft wurden. Ich war irgendwie so richtig stolz auf die Bürger meiner Stadt, schreibt Alex.
So, jetzt geht's weiter, erstmal mit den Anrufern, nämlich mit Wolfgang. Und Wolfgang ist 54 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Wolfgang. Um was geht's bei dir? Ja, ich fühle mich als Transsexueller. Mhm. Bin aber verheiratet, wie ich meiner Frau das eröffnet habe vor knapp 2 Jahren. Hat sie mich verlassen, was mir natürlich verständlich ist. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja, 5. 5 Kinder? Die alle wahrscheinlich schon erwachsen sind, oder? Die jüngste von den ersten 4 wird jetzt 20. Ja. Und dann ist noch ein kleiner von 12 Jahren. Der ist bei deiner Frau? Die sind bis auf den Ältesten alle noch bei meiner Frau. Ah ja. Mhm. Du hast es vor 2 Jahren seiner Frau offenbart. Ja, da ging es mir sehr, sehr schlecht. Wie lange weißt du das denn für dich schon? So definitiv weiß ich, das war ja doch früher ein Tabuthema. Ja, ein absolutes Tabuthema. Ja. Ja. Und die Gefühle, die ich da hatte, habe ich eigentlich verschwiegen. Und ich habe das überhaupt erst in den letzten Jahren ein bisschen aufgearbeitet, wie das war. Hat das damit zu tun, dass es in den letzten Jahren auch sehr in die Presse kam, das Thema, dass es das überhaupt gibt, Transsexualität? Richtig. Ja. Das heißt, du hast jetzt deine ganze Jugend, dein ganzes früheres Leben, sag ich mal, hast du es völlig verdrängt alles. Ja. Dennoch gab es nicht so, wenn du so zurück dich erinnerst, vielleicht, dass du 20 warst oder 30, doch irgendwie so Gefühle, die dich befremdet haben, zumindest an dir selbst? Ja, natürlich. Ich wusste ja, dass ich da eine Macke habe, aber ich habe immer gedacht, ich könnte das beherrschen und müsste das nicht. Wie hast du das gewusst, dass du, wie du sagst, eine Macke hast? Wie ich das gewusst habe, ja. Das fing ganz, ganz früh an, dass ich schon als noch bevor ich in die Schule ging, da Bilder auf dem Quartett gesehen habe, die mich sexuell berührt haben. Würde ich heute so einstufen oder dass ich, wie ich in die zweite Schulklasse gegangen bin, mir mit dem Bleistift die Fingernägel schwarz gemacht habe, weil in den damaligen Katalogen hatten die Models halt schwarze Fingernägel. Ne? Ja. Die waren ja alle schwarz, schwarz-weiß. Ja. So, heute bist du 54 Jahre alt und hast den Eindruck oder die feste Überzeugung, dass du im falschen Körper lebst. Ja. Dass du eigentlich lieber eine Frau wärst. Richtig. Ja. Das ist etwas, was was mich zufriedenstellt, aber was mir gleichzeitig Angst macht wegen meiner Kinder. Ne? Ja. Wie haben denn die Kinder, die sind ja nun doch fast alle doch schon im diskutablen Alter, wie haben die darauf reagiert? Sehr traurig, ne? Und der Kleine, der weiß. Der Kleine weiß es noch gar nicht so richtig. Nein. Aber wie alt ist das älteste Kind? Jahrgang 76. Jahrgang 76, ja. Ja. Gibt es denn da so Gespräche mit dem Vater? Oder ist das, schämen die Kinder sich doch? Oder ist das auch doch tabu noch? Das ist noch tabu, ja. Das heißt, du hast mit keinem deiner Kinder mal so richtig so von Herz zu Herz darüber gesprochen? Nein. Du lebst jetzt ganz alleine seit 2 Jahren. Ja. Ja. Gibt es denn noch Kontakt zu den Kindern oder ist es ganz abgebrochen? Nein. Oh, Entschuldigung. Ich merke, dass es dir sehr zu Herzen geht. Ja. Das ist aber auch sehr verständlich, wenn man in dem Alter so einen Schritt tut, wie du ihn getan hast und solche Konsequenzen zu tragen hat. Ja, ich hatte ja den Schritt eigentlich schon wieder zurückgenommen. Wie hast du das gemacht? Ja. Hast du deiner Frau gesagt, dass du doch wieder ganz normal leben möchtest? Oder? Ja, dass das alles irgendwie doch ein Irrtum war und ja. Habe es auch in dem Moment so geglaubt und so gefühlt. Ja. Aber weißt du, Wolfgang, was muss da für eine Kraft in dir gewesen sein und auch für eine Sehnsucht, wenn du im Alter von 52 so einen Schritt wagst, vor dem man ja eigentlich großen Respekt haben muss, dass ein Mensch sich das traut. Ich habe davor Respekt, sage ich dir gleich. Nee, das ging einfach nicht mehr anders.
weil da war gleichzeitig bin ich arbeitslos geworden, weil die Erben der Firma die Firma einfach nicht gemacht haben. Und nach 20 Jahren und einer guten Position in der Geschäftsleitung stand man da ohne Abfindung. Ja. Gleichzeitig hat sich meine Krankheit stark verschlimmert, Diabetiker. Das heißt, da brach so alles irgendwie um dich herum zusammen. Und daraus hast du dann irgendwie so die Entscheidung getroffen, jetzt sage ich das auch noch. Ja, das war und auf einer Geburtstagsfeier von meinem Zweitältesten am 16. Dezember. Ich konnte vor Schmerzen kaum sitzen, noch stehen sowieso nicht. Und es hatte sich bei uns im Keller alles um die Bar gruppiert und fühlte ich mich doch sehr alleine. Und in der Nacht hatte ich dann einen Traum, dass ich den Schritt schon gemacht hätte. Also Träume in gewisser Weise in der Art hatte ich früher schon häufig. Hast du es denn dann deiner Frau unter vier Augen gesagt? Ich habe es ihr aufgeschrieben, am nächsten Tag. Wie war denn ihre direkte Reaktion darauf? Eigentlich, ich weiß nicht. Hat sie überhaupt noch mit dir geredet oder hat sie geschrien? Nein, sie war erst gefasst. Aber sie ist dann doch am gleichen Tag noch aus dem Haus gegangen. Mhm. Würdest du sagen, Wolfgang, du hast ja nun du hast Kinder großgezogen, du hast Kinder in die Welt gesetzt, hast eine Ehe geführt. War dieses Leben, war das auch okay? Oder wenn du jetzt im Nachhinein ganz streng urteilst, würdest du sagen, eigentlich war das alles falsch für mich und für meine Persönlichkeit? Das kann nicht alles falsch gewesen sein. Das sind 5 Kinder entstanden. Ja. Und die... Gab es auch glückliche Zeiten in dieser Ehe? Ja, hauptsächlich am Anfang mit nachlassender sexueller Aktivität. Ja. Und das natürlich von meiner Frau aus immer heftiger. Ne? Ja. Sie konnte das natürlich nicht verstehen, was ich auch verstehe. Ich konnte sie aber auch nicht sagen. Das heißt, in vielen Jahren oder in den letzten Jahren habt ihr gar keine Sexualität mehr erlebt? Nein, ich war schon überrascht, dass der Kleine auf die Welt gekommen ist. Mhm. Weil bei der Vereinigung, kann ich jetzt so nicht sagen. Nun ist es 2 Jahre her, dass du es ihr gesagt hast. Wie hast du jetzt in diesen 2 Jahren gelebt? Hast du dieses Meer ausgelebt in dir, was du trägst, in dir trägst? Nein, zunächst mal habe ich das versucht. Ich habe mich entsprechend eingekleidet. Ich habe es meiner Mutter gesagt, meiner Schwester, meine Schwiegereltern sprechen seitdem nicht mehr mit mir, die wollen mich auch nicht sehen. Wie hat denn deine Mutter darauf reagiert, die ja eine alte Frau ist wahrscheinlich? Ja. Hat sich ganz gefasst. Ja. Der Schock war, dass die Erde auseinanderging. Ja. Wir waren natürlich irgendwo doch auch in der Familie ein Vorzeigeobjekt. Ja. Also du hast ja dann viele Kleider gekauft und hast sie auch angezogen. Ja. Und bist doch damit rausgegangen oder hast du... Ja. Ja. Und machst du das heute nicht mehr? Ich fange gerade wieder damit an. Du fängst wieder damit an. Ja. Das heißt, zwischendurch hast du es mal sein gelassen, weil du das... In dem Schock dessen, was da alle drumherum war und diese fürchterliche Traurigkeit der anderen. Ja. Und ich war ja natürlich, das war am 17. Dezember, das war natürlich ein Weihnachten für mich, ne? Ich habe mich am liebsten umgebracht. Lebst du jetzt zurzeit eigentlich ein einsames Leben? Ach ja, ich habe früher immer gedacht, ich könnte so nicht leben, da käme ich drin um, aber das geht an für sich. Bereust du, dass du es deiner Frau gesagt hast? Ja und nein, ne? Ich
weiß nicht. In Anbetracht der Schwierigkeiten, in die du geraten bist, und das ganze Leben ist ja eingebrochen, alles ist anders geworden, kann ich verstehen, dass man da auch Bedenken hat, ob war es denn richtig und vielleicht hätte ich es vielleicht doch nicht machen sollen. Andererseits sage ich jetzt nochmal, Wolfgang, dass ich allerhöchsten Respekt vor dir habe, dass du das getan hast. Weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, auch mit anderen inneren Anlagen, die ihr ganzes Leben das wirklich dann runterschlucken und verheimlichen und vertuschen und letztendlich ungeheuer unglücklich sind. Weißt du, Jürgen, ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich in der Öffentlichkeit tun kann, ob ich meinen Kindern das nochmal antun kann. Das Problem ist jetzt, ich finde, dass die Kinder alt genug sind, dass sie das zu verstehen haben. Und der Kleine? Ja, der wird auch mal älter und... ja, aber ich auch. Ja. Ich finde, dass das ganz wichtig ist, dass du jetzt stabiler wirst, dass du jetzt Hilfe kriegst. Das kannst du nicht alleine in dem Alter und mit dem Hintergrund. Ich war damals am Anfang bei einer Psychologin, die angeblich schon mal oder die wohl einen Transsexuellen begleitet hat. Aber die Frau war mit ihren Urlaubsvorbereitungen anscheinend beschäftigt, ja. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, die lehnt mich ab. So, ich mache jetzt einen Vorschlag. Ich möchte, dass dieses Gespräch weitergeführt wird mit meinem Psychologen. Das heißt, du legst auf und mein Psychologe ruft dich an. Ja. Und dann finde ich ganz wichtig, und das wird der Johannes, ist das heute Nacht, der Johannes wird dir Kontaktstellen und Anlaufpunkte geben für transsexuelle Menschen. Ich finde, dass du nicht zu irgendeinem Psychologen sollst, sondern zu jemandem, der sich wirklich damit auskennt. Ja. Ich finde, dass du Hilfe brauchst und dass du einen Rückhalt jetzt bekommen solltest für das, was du getan hast, für diesen Schritt, den du gemacht hast. Ich sage nochmal Respekt, aber habe auch großes Verständnis dafür und auch Mitgefühl, in was du jetzt reingeraten bist durch dieses Outing, durch diese Offenbarung. Es gibt schlimmere Dinge. Ja, schon, aber das ist auch schon sehr schlimm, finde ich. Wenn ich dran denke, das hat mir mein Vorgänger schon abgenommen, die Ludmilla, also es ist ja grauenhaft. Ja, ja. Lieber Wolfgang, du legst auf und der Johannes ruft dich sofort an. Danke. Und ich wünsche alles Gute von ganzem Herzen. Danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 5050. Wenn ihr Infos zu unseren Themen und überhaupt Infos zu uns haben wollt, dann klickt doch einfach mal domian.de an oder auch nachtlager.de. Jetzt haben wir die Paula hier und Paula ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, guten Morgen. Hallo Paula. Hallo. Dein Thema? Mein Thema ist, ich habe ein ausgefallenes Hobby. Mhm. Und mein Hobby ist geschlossene Gesellschaften. Oh. Das klingt aber geheimnisvoll interessant. Ja. Mein Hobby sind geschlossene Gesellschaften. Ja. Denen ich nicht eingeladen bin. Bei denen du nicht eingeladen bist? Ja. Was ist das? Erklär es mal ein bisschen näher. Also ich gebe zu Hause eine geschlossene Gesellschaft, ich lade ein paar Freunde ein zum Essen. Zu Hause geht es eher nicht. Das sind große Gesellschaften, das sind Hochzeiten vor allem. Und ach so, dann schleichst du dich da ein. Ja. Also es könnte sein, es gibt eine große Gala-Veranstaltung in Berlin oder Köln, auch mit vielen Prominenten zum Beispiel. Mhm. Wo es sehr schwierig ist, an eine Einladung zu kommen oder eine Eintrittskarte zu kriegen. Paula ist da. Also im ganz so großen Rahmen eher nicht, aber so richtig große Hochzeiten oder Galerieeröffnungen oder eben auch große Feste, wo es große Buffets gibt und interessante Leute. Ja, wo es lecker was zu essen gibt. Genau, da gehe ich dann total gestylt. Ja, aber jetzt ist ja die große Frage, wie kommst du rein? Genau. Man kennt dich nicht und du hast keine Einladung. Also bei Hochzeiten ist es so, dass man keine Einladung vorlegen muss. Ja. Da geht man dann einfach hin und unterhält sich und... Aber da fragen die Leute nicht, die kennen dich doch nicht. Das ist ja genau das Prickelnde und das Spannende. Also ich bin die Freundin der Braut oder die Freundin des früheren Nachbarn, des Bräutigams. Nimmst du da auch Geschenke mit? Normalerweise nicht. Ja, wird ja auch dann was kosten. Genau. Es ist total spannend. Also, bei einer Hochzeit kommst du so rein? Ja.
Wie kriegst du das raus? Du guckst in die Zeitung, wo Hochzeiten sind? Oder? Also ich weiß inzwischen, wo Hochzeiten sind, wo auch große und feine und vornehme und tolle Hochzeiten, teure Hochzeiten. Kann man sagen, je vornehmer, je feiner, desto interessanter für dich? Absolut. Ja. Und das Herzklopfen, das Prickeln, wenn man da reingeht. Vor allem, man ist auch irgendwo ganz wichtig und im Mittelpunkt, weil jeder fragt dich, wer ist denn die? Und also ich stelle mir vor, dass du dann sehr, sehr aufgebrezelter erscheinst. Ja. Schicke Sachen an. Absolut. Tolle Frisur. Ja. Super geschminkt. Tolles Parfum und so weiter. Mhm. So, Hochzeiten kommst du so rein. Andere Veranstaltungen, wo es ein bisschen schwieriger ist. Wie schmuggelst du dich da rein? Also da gehe ich zumeist im Sommer hin oder wenn es eben, wenn schönes Wetter ist, weil dann ist es meistens so, dass sich das drinnen und draußen abspielt und oft muss ich dann warten bis zur ersten Pause. Wo dann zur Toilette gegangen wird und zur Bar und da fragt dann keiner mehr nach einer Einladung. Aha. Da öffnen sich auch Fenster und Türen und da kann man dann schön reinspazieren. Das heißt, du bist auch schon mal durch irgendeinen Garten reingehuscht, zum Beispiel in eine Gesellschaft? Also Hintereingänge und Gärten liebe ich nicht so. Ich gehe selbstbewusst da mitten durch. Wie eine Dame eben. Genau. Ja. Warum machst du das? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also ich habe mir das mal überlegt, bei meiner Abi-Feier gab es nichts Vernünftiges zu essen. Und ein paar Leute von der Abi-Feier wussten noch von einer anderen Abi-Feier auf einem Internat. Und da wurde auch rumtelefoniert unter den Bekannten und die sagten uns dann, da gibt's was sehr Gutes zu essen. Aber es ist doch nicht das Essen, was sich dahin lockt, oder doch, hauptsächlich? Nee. Allein da reinzugehen und wie total selbstbewusst da von dem Buffet zu essen, wir haben uns dann auch die Rucksäcke vollgestopft und so, das war so ein Kribbeln, so ein Herzklopfen, das war einfach total spannend. So war es damals, aber jetzt nimmst du ja nichts mit nach Hause wahrscheinlich, oder nee, doch? Nee, um Gottes Willen. Nee. Also okay, also es reizt sich das tolle Buffet, weil es da tolle Sachen gibt. Das reizt mich gar nicht mal und was mich auch gar nicht reizt, ist, dass ich da umsonst essen kann. Ach doch nicht? Nee, was mich da reizt, das ist einfach dieses diese Hochspannung, der Kick, dieses Kribbeln, da zu sein und es ist ja wie ein Auftritt auf eine Bühne. Total. Ne? Und dann diese Angst, dieser Thrill irgendwie, erwischen die mich oder erwischen sie mich nicht? Genau. Und ist das für dich ein Erfolgserlebnis, wenn du dann stolz nach 3 Stunden nach Hause gehen kannst und sagst, keiner erwischt, keiner hat mich erkannt. Genau. Keiner und hat mich durchschaut. Ja, und die verrückten Gespräche und dieses, es ist einfach dermaßen spannend. Du musst ja dann auch ganz tolle Konversationen betreiben können, ne? Du musst gut informiert sein, du musst mit Leuten plaudern können, mit über alle möglichen Themen. Ja, so ein bisschen Allgemeinbildung und so weiter ist schon nicht schlecht. Ja. Über was redet man denn dann so auf solchen Partys? Ja, auf Hochzeiten wird vor allem über, oft eben auch über Werte, Verwandtschaft und so diesen ganzen alltäglichen... Aber über die Verwandtschaft kannst du ja gar nicht reden, weil du die Verwandtschaft nicht kennst. Doch, das kann ich schon. Also allgemein dann. Ja, das gibt die witzigsten Gespräche eigentlich. Ich verallgemeinere das dann immer und... Ich glaube, dass man sehr bluffen kann. Ja, das glaube ich auch. Ja. Was machst du vom Beruf? Also ich will nicht besonders viel verraten, sonst verliere ich meine Anonymität. Aber du hast einen ganz normalen Beruf? Ganz normal ist er nicht. Oh. Ist auch ein bisschen spannend. Oh. Will ich aber nicht verraten. Jetzt bin ich aber neugierig. Aber der hat mit dem Hobby nichts zu tun. Nein. Was mag denn das bloß sein? Hat nicht jeder den Beruf? Nee, absolut nicht. Ganz wenige Leute nur? Ganz wenige, eher nicht. Eher Frauen oder Männer? Das hält sich die Waage. Aha. Leute allen Alters oder mehr jüngere Leute? Allen Alters eigentlich. Kann man diesen Beruf ausüben, das ist wie bei Was bin ich, kann man diesen Beruf ausüben nur in größeren Städten oder auch auf dem Land, überall? In der kleinsten Hütte, in der allerkleinsten Hütte, ja. Verdient man viel Kohle damit? Wenn man gut ist, ja. Ich habe jetzt so eine gewisse Ahnung, aber ich werde es mal nicht aussprechen, um dich nicht weiter in Bredouille zu bringen. Mhm.
Ist okay, ne? Haken wir das Thema ab. Ja. Wie lange machst du denn dieses schöne Hobby schon? Das mache ich schon ein paar Jahre. Ja? Hat das auch noch einen anderen Sinn? Ich habe gerade so überlegt, die Paula, ich gehe mal davon aus, dass du ziemlich gut aussiehst. Also ansehnlich bist. Ja. Ja. Und wenn du dich dann zurecht machst, dann bist du schon Hingucker. Mhm. Ne? Ja. Ich hoffe. Ja. Ist auch so ein bisschen so im Hintergrund der Gedanke, ich angel mir da einen coolen Typ, einen reichen Typ vielleicht? Nee. Nee. Also ich habe mir schon überlegt, dass es einfach, ich habe mich schon oft gefragt, was es ist, dass ich immer wieder dahin muss und was mich so reizt. Ich glaube, es ist einfach nur dieses Prickeln, dieser Kick des Verbotenen. Es ist auch, also ich fühle mich auch nicht kriminell oder so. Das ist, das ist einfach, das kann man gar nicht beschreiben. Abgesehen davon, dass du ein bisschen was isst, was du nicht essen solltest, so ist es auch nicht sehr kriminell. Bist du denn in all diesen Jahren, ich gehe mal davon aus, nein, sonst hättest du es wahrscheinlich schon erzählt, aber ich frage es trotzdem, mal irgendwann erwischt worden? Nein, aber ich war schon ein paar Mal kurz davor, erwischt zu werden. Und dann wird man halt ganz schnell, also man wird auch tatsächlich blass und unpässlich und muss dann mal zur Toilette oder... Das könnt ihr Frauen ja wunderbar vorspielen, ne? Absolut. Und das ist das, was mich auch immer wieder rettet. Und dann habe ich einen Puls von 180 und... Gibt es denn so ein ultimatives Erlebnis, von dem du sagst, das ist das Abgefahrenste, was ich in diesen Jahren erlebt habe, auf so einer Party? Ja, also ein erstaunliches Erlebnis hatte ich mal, dass mich der frisch gebackene Bräutigam dann angebaggert hat. Oh. Und das hat mich dann irgendwie veranlasst, wegzugehen, weil das fand ich einfach daneben. Ach so, du bist nicht mit ihm... Ja, bist du jetzt schon mal mit irgendjemandem im Bett gelandet danach? Nee. Nee. Also du machst das alles mit Kontenance? Ja. Mit Stil? Ja. Ganz klare Verhältnisse sind da. Absolut. Ich gehe da rein und erhobenen Hauptes alleine... Also, ich achte demnächst, wenn ich auf etwas geschlosseneren und fallenderen Gesellschaften einmal eingeladen bin, wer da so reinkommt, wenn da einzelne Frauen reinkommen, darf ich denn fragen, in welchem Bundesland du tätig bist? Oder auch nicht? Noch in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz, sehr gut. Gut, dann habe ich schon so eine kleine Vorstellung. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Typ auf dich zu, der sieht aus wie Domian und der sagt, du bist Paula. Und dann musst du mir sagen, ja, ich bin Paula. Dann schweigen wir beide, okay? Mach ich. Alles Liebe, Paula. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jana, 15 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Jana. Hi. Um was geht's denn bei dir? Und zwar, meine Mutter hat ein Verhältnis. Mit wem? Mit irgendeinem Typen. Mit irgendeinem Typen? Ja. Kennst du den Typ? Nee, also ich habe ihn schon mal gesehen, aber kennen tue ich ihn nicht. Ja. Sie ist noch mit meinem Vater zusammen. Also ihr lebt in einer Familie? Ja. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch einen Bruder, also der ist kleiner als ich. Ja. Und wie hast du das rausgekriegt? Also meine Mutter und ich, wir reden eigentlich so über alles und sie hat mir das erzählt. Also ich bin auch die Einzige, die das weiß. Also gute Freundin mäßig so? Ja, genau. Echt, das hat sie dir erzählt? Ja. Ist ja eigentlich auch toll, ne? Ja, nee, es geht. Also ich weiß jetzt davon und ich habe auch... Ich weiß nicht, was ich jetzt mich verhalten soll. Nee, ist auch nicht so ganz toll, stimmt. Weil du bist jetzt natürlich, hängst jetzt zwischen den Stühlen, ne? Genau. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Papa? Eigentlich nicht so gut. Mhm. Ist das Verhältnis zwischen deiner Mutter und deinem Papa auch nicht so doll? Nee, auch nicht. Aber ich habe dann auch ein schlechtes Gewissen. Also ich weiß nicht, ob ich das meinem Papa sagen soll. Mhm. Aber wenn ich ihm das sage, dann weiß ich, dass die sich trennen würden. Und das will ich ja auch nicht. Habt ihr denn über diese Thematik auch geredet, deine Mutter und du? Ja. Und was sagt sie, wie du dich verhalten sollst, deinem Vater gegenüber? Sie sagt mir natürlich, sag ihm das nicht. Das ist ja klar. Also sie möchte auch nicht, dass er es erfährt. Und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass sie das gerne beenden möchte mit dem anderen Mann. Also ich muss sagen, im ersten Moment habe ich gerade gemeint, das ist toll. Ich finde das gar nicht toll, was deine Mutter gemacht hat. Nee, ich auch nicht. Irgendwie instrumentalisiert sie dich auch so ein bisschen. Und sie bringt dich einfach in einen saublöden Konflikt. Entweder hätte sie schweigen müssen oder sie hätte es dir sagen müssen und auch dann dem Ehemann und hätte einen Wein allen einschenken sollen. Ich will auch gar nicht, dass er das weiß, weil
ich meine, ich finde, es sind so viele Eltern von meinen Freundinnen nicht mehr zusammen. Ja. Und ich finde das eigentlich ganz gut, aber ich dachte auch immer, das ist alles okay zwischen denen, aber ist ja nicht so wie. Ach so, das hast du gar nicht mitbekommen, dass nee. Die, ach so, das haben die gut verheimlicht. Alles. Ja, also sie haben sich zwar ab und zu gestritten, ach, aber. Dann hat deine Mutter jetzt in dem Gespräch, als sie dir das erzählt hat von ihrem Geliebten, mhm. auch erzählt, das ist nicht mehr so doll mit Papa. Genau. Ach so. Mhm. Wie lange ist das nicht mehr so doll mit Papa? Also, sie hat mir erzählt, dass es schon länger so ist zwischen mhm. meinem Vater und ihr. Ich finde es fast ein bisschen feige von deiner Mutter, dass es dir erzählt und nicht ihre Ehe erstmal in Ordnung bringt. Ja. Mhm. Nochmal jetzt zu dem Geliebten da. Ist das was Ernstes oder ist das nur so eine erotische Geschichte, weißt du das? Also, sie erzählt mir schon, dass sie gut mit dem reden kann und er versteht sie und so weiter. Und sie sagt auch, sie hat Schmetterlinge im Bauch und so. Mhm. Also sie redet schon oft von ihm. Wie alt ist deine Mutter? 44. Hat sie dir denn auch gesagt, wie sie sich das vorstellt, wie es weitergehen soll? Nee, das hat sie nicht. Ist ja eigentlich die entscheidende Frage, also, ne? Also sie sagt auch, mit meinem Vater und ihr läuft es halt schon länger nicht mehr gut. Mhm. Und sie sagt, wenn wir Kinder aus dem Haus sind, dann wird sie das auch mit ihm nicht mehr aushalten alleine. Mhm. Auch ein blöder Satz. Das heißt, jetzt liegt ja. bei euch auch noch die ganze Wahl. Jetzt hast du noch ein schlechtes Gewissen, dass ja. sie mit deinem Vater zusammen sein muss. Wie alt ist dein Bruder? 11. 11. Mhm. Mhm. Ist nicht gerade so eine erwachsene Frau, finde ich. Nö. Nö. Jetzt müssen wir beraten, wie du dich verhältst. Du möchtest das deinem Vater nicht sagen. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Also dann hätte ich natürlich auch wieder ein schlechtes Gewissen meiner Mutter gegenüber, wenn ich ihm das sagen würde. Mhm. Hat deine Mutter dann auch schon versucht, dich, wie lange weißt du das übrigens jetzt schon? 2 Monate. Mhm. Musst du auch schon mal lügen für sie? Ja, also sie hat, wenn sie sich mit ihm trifft, dann sagt sie meinem Vater, dass sie mit mir irgendwie was trinken ist oder so. Und du musst das dann auch... das ist nicht in Ordnung alles, Mensch. Das ist schon ziemlich blöd. Ja, also ich meine... Wenn ihr Freundin schon seid, kannst du denn nicht zumindest zu ihr sagen, pass mal auf, halt mich da raus. Ich möchte nicht, wenn ich schon schweigen soll oder muss, dann will ich nicht nur auch noch lügen müssen. Ja. Meinst du nicht, dass du sie da ein bisschen erreichen kannst oder würde sie da dicht machen? Na doch, ich glaube, wenn ich das da, also sie hat auch gesagt, ich muss das nicht machen. Mhm. Nee, dann mach es auch nicht. Das ist ihr Ding, das muss sie alleine durchziehen. Okay. Dennoch, du hast ja hier angerufen bei mir. Das heißt, du schwankst schon, irgendwas in dir schwankt, das vielleicht dann doch zu sagen, oder wie? Ja, also ich erzähle das ja keinem, ich habe das nie mehr erzählt. Und mit irgendjemandem muss ich da jetzt mal drüber reden. Also, ich weiß es auch nicht. Also, erster Schritt nochmal, ich finde, das ist völlig klar. Bitte deine Mutter, dich rauszuhalten, dass du nicht da lügen musst. Bitte vielleicht auch deine Mutter erstmal, dass sie dir gar nicht mehr viel darüber erzählt. Ja. Das finde ich, das müsste sie wirklich dann auch so hinkriegen. Das zweite ist, rede mit ihr, sie ist eine erwachsene Frau, sie ist deine Freundin, wie sie sich das vorstellt, wie das weitergehen soll. Wenn sie dich schon einbezogen hat, dann hast du auch ein Recht darauf, daran teilzuhaben, wie was in ihrem Kopf jetzt vorgeht. Sie können ja das jetzt nicht endlos so laufen lassen. Sie können ja nicht die nächsten Jahre nur wegen der Kinder ein Verhältnis verheimlichen. Das geht doch nicht an. Ja. Ich bin ja auch sicher, wenn jemand ein Verhältnis hat, dass die bestehende Beziehung dadurch immer auch schlechter wird. Glaube ich. Ja. Du kannst ja auch nicht einschätzen, wie tiefgreifend die Spannungen sind, ne, zwischen deinen Eltern. Nee. Weißt du nicht? Letztendlich, Jana, müsste es auf eine ehrliche Lösung hinauslaufen irgendwann. Ja. Finde ich, dass deine Mama den Mund aufmacht oder dass deine Mama das aufhört. Ich finde, das ist die beste Lösung für alle. Ja, also ich würde mir lieber wünschen, dass sie aufhört, ja. dass sie ihm aber nicht sagt. Ja. Hast du ihr das so klar auch schon mal gesagt? Nee, habe ich nicht. Ach, das doch. Sag das doch ruhig alles mal so richtig frei raus. Gut. Guck mal, sie hat dich ja auch konfrontiert mit ihrem Leben. Und das, dann kannst du das ja mit deinen Gefühlen bei ihr ganz genauso machen. Und warte erst mal ab jetzt. Dein Herz sagt erst mal noch nicht dem Vater sagen. Nee. Dann lass das auch erst mal. Aber mach all das, was ich gerade so vorgeschlagen habe. Forder von deiner Mutter ein, dass sie dir klar sagt, was jetzt Sache ist, wie es weitergehen soll und so weiter. Gut. Und dass du das auch nicht gut findest, wenn man auf Dauer so lügt.
Nee, das finde ich nicht gut. Ja, ich finde, das ist, müsste sie eigentlich ein bisschen beschämen als durchaus reifere Person, wenn ein 15-jähriges Mädel das so sagt. Also ich glaube, ich spreche da ja auch nicht drüber, wie ich das finde. Ich glaube, sie merkt das gar nicht so. Sag's doch. Vielleicht rüttelt sie das sogar auf. Vielleicht wird sie denken, Mensch, die hat ja recht, Diana. Kann ja sein. Guck mal, wenn ihr beide schon so eine Übereinkunft habt, hier sind irgendwie Freundinnen, kann man das ja, da kann man das wirklich dann auch offen aussprechen. Ja. Ne? So, wenn es nochmal Probleme gibt, ruf an oder Mail, reden wir noch miteinander. Okay. Okay? Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben noch ein bisschen Post. Noch ein bisschen Post. Und zwar Poltergeist. Thema Poltergeist. Das hatten wir öfters in letzter Zeit. Da schreibt jemand Anonymes, hallo Domian, alles Quatsch mit dem Poltergeist. Ein paar Schläge ans Fenster haben nichts zu bedeuten. Wir hatten ja vor einer Weile mal so eine Geschichte, wo es ans Fenster geschlagen hat und der Anrufer völlig neben der Kappe lief. Also, der Schreiber schreibt hier, ein paar Schläge ans Fenster haben nichts zu bedeuten. Wir haben zum Beispiel lange unser Schlafzimmer in einem sehr ruhigen Innenhof von Düsseldorf gehabt. Eines Nachts wurden wir von einem plötzlichen, unglaublich lauten Schlagen am Fenster aus dem Schlaf gerissen, dritter Stock, und waren erstmal sprachlos. Schließlich stellte sich heraus, dass es eine Eule war, die eine sehr ungewöhnliche und lautstarke Landetechnik hatte. Sie flog einfach platt gegen das Fenster und ließ sich an der Scheibe runterrutschen, um auf das Fenstersims zu kommen. Nach einer Weile haben wir uns an die gelegentlichen knalligen Besuche gewöhnt. Also nichts mit Spuk. Und noch eine kleine Geschichte zum Thema Lebenshilfe von Klaus. Also steht hier, ich heiße Klaus und bin 14 Jahre alt. Ich habe seit 6 Monaten eine Freundin, die heißt Simone. Vor 2 Tagen hat sie bei mir übernachtet und wir beide waren uns sicher, dass wir in dieser Nacht unser erstes Mal zusammen haben wollten. Wir hatten ein 2-stündiges Vorspiel, es gefiel uns beiden sehr gut. Plötzlich sagte sie zu mir, ich weiß, es ist gerade nicht sehr passend, aber ich muss mal aufs Klo. Sie ging auf die Toilette und kam nach 2 Minuten zurück und hatte ein Taschentuch gegen die Nase gedrückt. Simone hatte plötzlich Nasenbluten und wir konnten es nicht in dieser Nacht gemeinsam machen. Jetzt habe ich Angst, es nochmal zu probieren, weil ich nicht weiß, ob sie wieder Nasenbluten bekommt. Bitte beantworte mir, ob diese Sorge berechtigt ist. Lieber Klaus, in der Regel kriegen Mädels und kriegen Mädchen kein Nasenbluten, wenn man zärtlich zu ihnen ist. Also, ich würde jetzt nicht ans Nasenbluten denken, sondern ganz einfach mit der Simone zusammen es ein weiteres Mal versuchen und hoffen wir alle gemeinsam, dass es dann auch klappt. So. Stefan, 19 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Stefan. Folgendes. Ich war bei meiner Freundin heute Abend noch. Ja. Und ich bin seit 8 Monaten mit ihr zusammen. Ja. Und ich habe im Laufe der Beziehung erfahren, dass sie vergewaltigt wurde. Ja. Sie hat sich auch geschnitten, also borderline. Ja. Ich habe dann immer mit ihr gesprochen, bin auf sie eingegangen und so weiter. Ich habe es geschafft, dass sie sich nicht mehr schneidet. Wie alt ist sie? Sie ist 16. Ja. Und ihre Mutter wusste nur mehr, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht, wusste aber nicht was. Dann habe ich mich entschlossen, ich habe auch lange überlegt, ob ich es tun soll, habe ich ihrer Mutter erzählt, dass sie vergewaltigt worden ist. Wann ist das passiert? Wie alt war sie da? Da war sie wohl 12. Ah ja. Und die Mutter hat dann mit ihr gesprochen und so lange gefragt, bis sie es von sich aus erzählt hat. Mhm. Also sie weiß auch nicht, dass ich ihrer Mutter das vorher erzählt habe. Mhm. Dann haben wir heute Abend telefoniert. Und dann haben wir uns über meinen Vater gestritten und dann kamen wir auf ihren Vater zu sprechen und ja, jetzt habe ich ungefähr 2 Stunden erfahren, dass meine Freundin von ihrem eigenen Vater vergewaltigt wurde. Das war völlig unklar vorher. Ja, am Sie Telefon. Ich bin dann auch sofort zu ihr gefahren und bin noch ein bisschen bei ihr geblieben, bis die Mutter mich dann rausgeschmissen hat. Und es ist so, der Vater, also die wohnen zusammen, alles, und ich sehe den jeden Tag. Ja. Ich sitze mit ihm mittags am Tisch. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich mich dem Mann gegenüber verhalten soll. Also die Sache ist jetzt... Hattest du sie denn vorher mehrfach auch schon gefragt, wer hat es getan? Ja, dann hat sie mir erzählt, das ist niemand von hier, weil das im Urlaub passiert sein soll. Also das erste Mal ist wohl im Urlaub passiert. Mhm. Und dann habe ich aber nicht geglaubt, dass es jemand von dort ist. Und also da
wusste ich schon, dass es jemand ist, dem sie wohl auch hier regelmäßig begegnet. Moment, du hast gesagt, das erste Mal. Das heißt, es ist öfter vorgekommen? Also ich habe demnach geglaubt, es wäre nur dieses eine Mal passiert, was ja an sich schon schlimm genug ist. Ja. Und dann habe ich sie heute Abend gefragt, hat dein Vater dich öfter vergewaltigt oder hat es öfter versucht? Und dann hat sie nur noch mehr angefangen zu weinen und weil die Sache noch ziemlich frisch ist. Also ich werde da morgen jetzt wieder mit ihr drüber reden. Also ich fand, die Sache war zu frisch, um jetzt noch weiter zu bohren. Ich wollte das jetzt erstmal ein bisschen lacken lassen. Und ich weiß also jetzt wirklich nicht, wie ich mich dem Vater gegenüber verhalten soll, wenn ich ihm morgen nochmal gegenüberstehe. Also ich finde, Stefan, jetzt geht's in erster Linie um deine Freundin. Ja, sicher. Es geht jetzt in erster Linie darum, alles zu unternehmen, dass dem Mädel geholfen wird. Und dass das, was da Schlimmes passiert ist vor ein paar Jahren, vor 4 Jahren, dass das mit sehr behutsamen Händen gemeinsam aufgearbeitet wird. Ich finde, dass du dich jetzt zurückhalten musst, was den Vater anbelangt. Du musst jetzt Theater spielen. Ich will da jetzt auch kein Theater in der Familie loslassen. Überhaupt nicht. Also das habe ich gar nicht vor. Also das gibt nur noch mehr Komplikationen als jetzt. Ja. Es ist für mich jetzt natürlich... Ist mir völlig klar, dass man da befangen ist. Ich weiß nicht, wie gehst du da oft ein und aus in dem Haus? Ich bin da eigentlich öfter als hier. Ich bin eigentlich nur noch zum Schlafen zu Hause. Ansonsten bin ich immer den ganzen Tag bei ihr. Ja. Und siehst folglich den Mann auch sehr oft? Ja, also es ist so, wir hatten von vornherein kein besonders gutes Verhältnis miteinander, ihr Vater und ich, also... Achso, das ist ja schon mal ganz, ganz gut. Es ist also gar nicht auffällig, wenn du... Im Nachhinein, also ich habe immer gedacht, vielleicht hat er nur was gegen mich und wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Das heißt, ihr verkehrt gar nicht so herzlich miteinander bisher? Nein, also manchmal überlege ich überhaupt, ob es sich lohnt, ihn zu grüßen, weil von ihm kommt dann vielleicht so ein gezwungenes Hallo oder gut, er sagt gar nichts. Das ist insofern für diese Situation jetzt ganz gut. Es ist also nicht auffällig, wenn du dich dann noch etwas mehr von ihm zurückziehst. Ich glaube, mehr als jetzt ist eigentlich auch kaum möglich. Gut, so. Und das ziehst du jetzt auch weiterhin erstmal so durch. Das hatte ich auch vorher. Ne? Und parallel dazu, da würden wir dir gleich gerne noch ein paar Adressen und ein paar Telefonnummern geben. Finde ich wichtig, dass deine Freundin selbst die Entscheidung trifft, sich Hilfe zu holen. Von einer Psychologin. Sie war schon mal in Behandlung, deswegen und so weiter. Und ich denke, es war für sie schon, also sie war mehrmals in Behandlung, deswegen. Und sie hat auch, glaube ich, nur einmal währenddessen überhaupt erzählt, dass sie diese ganzen Probleme hat durch eine Vergewaltigung. Und ich denke, der nächste Schritt dann auch noch zu erzählen, dass es ihr Vater ist, ich denke, das verlangt von ihr auch sehr viel. Ja, aber guck mal, was jetzt schon passiert ist. Es ist schon etwas ganz Großes passiert. Sie hat es dir gesagt. Sie hat es dir gesagt. Das heißt, ich glaube, da ist etwas aufgeplatzt jetzt, dass sie sich äußern möchte. Sagen wir es mal so, ich habe es aus ihr herausgekitzelt. Na gut. Ich hatte eine Ahnung und dann habe ich die richtigen Fragen gestellt. Gut. Aber der erste Schritt ist auf jeden Fall getan. Das ist richtig. So. Und ich finde, dass sie speziell auf genau diese Thematik bezogen muss sie betreut und behandelt werden. Aber nur, wenn sie es selbst will und wenn von ihr die weiteren Schritte kommen. Und es gibt ja genügend Organisationen und Hilfsgruppen und alles Mögliche, die sich genau um solche Mädchen kümmern. Das, was du tun kannst, ist, du kannst ihr vielleicht die Adresse oder die Telefonnummern hinlegen und kannst sagen, hier, pass mal auf, ich fände es gut. Oder wenn du gerne möchtest, ruf an, überleg es dir. Und dann lass sie in Ruhe, dann soll sie es alleine machen. Wir werden dich jetzt gleich damit ausrüsten, mit den entsprechenden Anlaufstellen. Danke. Du musst einfach jetzt Größe zeigen und von dir aus nichts nach außen dringen lassen. Auch nichts in die zur Mutter oder dem Vater gegenüber auch nichts zeigen. Gibt es denn in der Familie noch andere Kinder? Sie hat noch 2 Schwestern, die sind beide aber schon... Die eine ist Mitte 20, die andere ist Anfang 20. Das heißt, es sind keine Kinder mehr im Haus? Nein, also zu der einen habe ich ein wirklich gutes Verhältnis. Die weiß inzwischen auch, dass sie vergewaltigt worden ist. Aber von wem, das weiß bis jetzt nur ich. Und das bleibt doch so, es sei denn, meine Freundin will es anders. So, jetzt legst du auf. Wir rufen dich an, das heißt, mein Psychologe ruft dich an und versorgt dich mit den entsprechenden Telefonnummern. Mhm. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Und Margot. 15 Jahre alt. Margot ist ein Mädel, stimmt das? Ja, stimmt. Steht hier bei mir. Hallo Margot. Jetzt haben wir nicht mehr so sehr viel Zeit, aber egal, wir versuchen es mal. Ja, also ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich Déjà-vus. Aha. Also und das war vor 2 Jahren, war das also noch nicht so schlimm. Ja.
Aber jetzt, also nicht jetzt, also es war vor 6 Monaten, da hatte ich einen Traum gehabt, da war ich in einem Zimmer und bin morgens aufgewacht. Ich so, komisch, was habe ich noch nie gesehen? Also waren mehrere Hochbetten drin, also richtig von der Jugendherberge. Und ich so, ach, komisch. Na egal, konnte mich aber noch gut dran erinnern. Dann waren wir auf Klassenfahrt, 2 Monate später. Und es war haargenau das gleiche Zimmer. Das heißt, du hast das im Prinzip vorher geträumt? Ja, ja, aber das, ich habe manchmal am Tag 5 Déjà-vus und ich weiß aber nicht, wo ich das schon mal gesehen habe. Und das ist schon manchmal richtig beängstigend. Also, ich meine, also, irgendwie haben wir das ja alle manchmal, aber 5-mal am Tag finde ich auch sehr viel, ausgesprochen viel. Ja. Ja. Und das sind immer Sachen, wo du das hinterher dann erklären kannst, so wie du es jetzt gerade auch erklärt hast. Nee, eben nicht. Das nicht? Nee. Mhm. Also du kommst irgendwo in eine Situation rein, bist irgendwie vielleicht auf der Straße irgendwo, siehst einen Menschen und ein Auto und hörst ein bestimmtes Geräusch und denkst, Mensch, genau das habe ich doch schon mal. Ja. Ne? So, das ist ja das klassische Déjà-vu-Erlebnis. Ja, aber meistens ist es auch, wenn ich irgendwie in der Klasse bin oder so und wenn sich Leute unterhalten, das gleiche Gespräch, obwohl das Gespräche, die man normalerweise nur einmal spricht oder so. Ja. Also. Macht dir das ein bisschen Angst? Ja, schon. Aber ja. Ich kann es mir nicht erklären. Nee, das kann man. Ich kann mir sowas auch nie erklären, wenn ich das so habe. Wie gesagt, das kann man ja so wegstecken, wenn es mal so ab und zu vorkommt, aber so geballt. Und du hast auch wirklich den Eindruck, dass es immer schlimmer geworden ist in den letzten Monaten. Ja, ja, schon. So. Ja. Also am Anfang habe ich immer noch gedacht, ich habe ein Déjà-vu und habe mir nichts dabei gedacht, aber langsam wird das echt schon schlimm. So, nun ist eine dumme Sache, du hörst, die Musik läuft im Hintergrund. Ja, höre ich schon. Das bedeutet, die Sendung ist vorbei. Ja. Aber wir müssen ja noch ein bisschen was bereden oder beraten, was zu tun ist. Ja. Deshalb legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, gut. Dann alles klar? Ja, gut. Also noch nicht sofort schlafen gehen jetzt, okay? Nein, klar. Okay, tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, nochmal unser Hinweis für unsere Themen. Domian.de oder Nachtlager.de könnt ihr auch anklicken. In der Technik heute Nacht war Malte Imels. Wir sind morgen Freitag natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Und wenn ihr euch bei uns melden wollt, gut ist es immer per E-Mail, domian@wdr.de. Wenn ihr nicht durchkommt, telefonisch, aber ist es auch möglich, ab 0 Uhr schon unter der bekannten Telefonnummer anzurufen. So, gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.